worum es da vor allem auch geht, sind auch die Anteile, in denen deutsche Geschichte besprochen wird. Also die deutsche Geschichte ist länger als diese 12 sehr dunklen und traurigen Jahre. Und ich bin ja selbst eigentlich Lehrer, und wenn man dann feststellt, dass man vor einer Abiturklasse steht, die mit auch letztendlich historischen Persönlichkeiten, die auch in Deutschland bedeutsam waren, nichts anfangen kann und die auch nicht zum Beispiel definieren können, für welche Politik Otto von Bismarck stand, dann muss man schon die Frage stellen, ist der Schulunterricht nicht zu sehr auf ein einziges Thema fokussiert? Also es geht darum, wirklich darauf zu achten, dass Geschichte gleichmäßig besprochen wird. Da gehört diese Nazizeit natürlich unabdingbar dazu, aber es ist eben nicht das einzige Element der Geschichte, das besprochen werden sollte.